Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Ronin. Hier ist der Dunkel. Und wir werden nun die Reise zurück antreten. Da zurück oder hier zurück. Uns fehlt noch ein krasser Gegner. Im besten Fall werden wir jetzt nicht runtergefallen. Im schlimmsten Fall sind wir es jetzt. Und können uns eigentlich wieder hier hochkämpfen, so wie ich mir die ganze Show hier angucke. Na gut, wenn wir einmal dabei sind, die andere ist ja auch am Abnippeln. So. Shuriken. Hä? Ich habe überhaupt keine Shuriken benutzt. Warum wurde das... Kann man das verstehen? Los, ey. Hallo, mein Herr. Pass auf, du Mann. Aha. Wer hat mir jetzt geholfen? Du, oh. Zusammen. Boah, ich bin ja voll am Brennen. Junge. Oh nein, was hab ich denn hier schon wieder gemacht? Ich hab die Leiter gar nicht. Nicht, was habe ich denn hier gemacht, sondern was habe ich denn nicht gemacht. Das ist wohl eher das. Vielleicht sollte man mal wieder die Leute anfackeln. Also, wir haben ja bisher dieses Brennstoff nicht gar nicht mal benutzt. So. Richtig krass. Komme ich aber auch nicht so rüber. Wie komme ich da hin? Lassen wir ihm halt hier nochmal... Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Hol den hier runter. Ja, er hat ihn echt runtergeholt. Kommt heute nicht mehr an. So, jetzt sind wir hier. Hier. Wo konnte ich jetzt hier eine Leiter runterlassen, eine lange? Nee, hier nicht. Hier ist es nicht. So. Ach komm. Warum wollen wir da nicht hochkommen? Ja gut, mach ich halt alleine. Da war ich schon. Nun gut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt noch den letzten finden. Wir haben auch etwas anderes bekommen, fällt mir gerade ein. Karma-Punkte. Oh, da haben wir ja schon 16.000. Oh, 22.000. Oh, 22.000. Macht aber nicht so viel aus, leider. 22.500. 22, okay, aber mir fällt hier gerade was ein.
Okay. Also wir brauchen noch 4 und 3. Das könnten wir doch noch schaffen irgendwie. Burg Edo? Okay, wir müssen erstmal lesen, weil, das ist wichtig, bevor wir uns dem richtig krassen Kampf hier widmen, müssen wir schon erstmal über die Gegend, in der wir uns gerade sind, Bescheid wissen. Wo ist die Burg Edo? Boah, ey, macht am besten die Augen zu. Das flippert übelst. Und die Kackburg. Einfach bitte sortieren. Na, warum mache ich das denn nicht? Hier, Burg Edo. Hier. Eine Burg in Edo, einer Stadt, die sich an der Grenze zwischen dem Musashi und Shimusa-Provinzen befindet. Die Burg wurde von Krieger und Dichter Dokan Ota erbaut und diente Ieyasu Tokugawa als Residenz bis zu seiner Ankunft in der Kanto-Region. 100 Jahre nach der Gründung des Edo-Shogunats ist sie noch immer das Machtzentrum des Shogunats in Japan. Im Rahmen des Tenka-Bushin-Systems, das von Daimyo verlangte, in die Hauptstadt zu reisen und sich an Baumaßnahmen zu beteiligen, wurde die Burg erweitert, sodass sie nun über einen gesicherten Umkreis von etwa 10 Meilen verfügt. Okay. Was wie hier 4? Ein bisschen Fluss? Ja, ein bisschen Tümpel. Tümpelspaß. Alles kaputt gemacht hier. Ich wollte. Warum ist die so rot? Her. Okay. Haben wir jetzt hier irgendwo noch eine Kiste? Nee. Blut markiert den Raum. Prinzessin, ihr müsst fliehen. Was? Wer redet denn hier? Ach ja. Hallo. Aha. Und dann hat sie einfach so. Kiste? Ist die hier? Gerne Kiste. Hier gibt es keine Kiste. Gut. Auch gut. Ich hätte lieber eine Kiste gehabt. Oh hier, er ist da. Okay, dann schauen wir hier mal, was er für uns hat. Keine Eile. Lass dir Zeit. Schön. Das mag ich aber. Ja, ansonsten Bildungsübertragung. Natürlich. Nee. Zerlegen brauchen wir jetzt eigentlich auch nichts. Divers kaufen. Eile. Lass dir Zeit. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay. Gut. Dann retten wir jetzt mal eine Prinzessin, würde ich sagen. Wo ist Prinzessin? Süß. Du möchtest den Helden spielen? Ha! Gib es auf! Hä? Kennen wir die nicht? Warte, lass mich aber gucken, was ich hier brauche. Suzu Sakarada. Also, Sakarada, also,
Und direkt was essen hier. Leute, der macht mir Aua. Hast du verstanden? Will ich auch eigentlich. Ich will die Revolution einläuten. Weißt du? Mach auch mal einen Punkt, ey. Ich kenne seine Stimme, oder? Ja, dann greif doch mal an. Ich sterbe die ganze Zeit drin. Nein, ich sterbe. Wollen wir mal sterben? Ich will nicht sterben. Du nicht. Ach, er ist das. Er ist der Anführer von den Sekiutai. Gerade als ich dachte, dass es ruhig geworden ist, tauchst natürlich du auf. Meine Güte. Und wieder einmal hast du mich gerettet. Wie könnte ich dir nur danken? Doch nun sag mir, warum haben sie es auf mich abgesehen? Sie wollten Edo zugunsten des Kaisers niederbrennen. Verstehe. Also wollten sie mich, eine Schutzbefohlene des Shogunats, töten, um Saigo und die anderen aufzustacheln. Die Armee der Revolutionäre hätte zu den Waffen gegriffen und Edo wäre in einem Flammenmeer versunken. Ich kann nicht länger zulassen, dass all jene, die für eine bessere Zukunft Japans kämpfen, einander Leid zufügen. Gut. Als erstes werde ich einen Brief an Saigo schreiben und meine aufrichtigen Gedanken über die Lage zu Papier bringen. Er wird meinen Rat befolgen. Bitte, versprich mir, dass dieser Brief ihn erreicht. Okay. Ja, wir haben wieder Nebenmission. Wie schön. Das ist ja... Hallo, willst du reden? Gut gemacht. Ab jetzt kann ich mich um die Prinzessin kümmern. Darf ich jetzt einfach immer in die Burg Edo rein, oder was? Bin ich überhaupt gerade? Nee, das ist keine Burg Edo. Ah, wir sollen hier eigentlich reden. Was macht man jetzt? Uns steht alles offen. Ist sie... Hä? Wo ist sie gerade? Wo ist die Prinzessin? Hä? Ah, Prinzessin ist hier. Jetzt könnte ich La Fee hören. So, wie sieht denn eigentlich jetzt hier unser Plan aus? Hier. Nope. Ausrüstung. Wir können sie erstmal. Ah, ein japanisches Fotoalbum. Im 74 Silberdinger. Also, wer sind hier anwesend? Hier sind die. Wir müssen aber eigentlich erstmal zurück zum... Können wir uns vielleicht bei den anderen auch... Wer braucht denn hier unsere Hilfe?
Die Ruhe des Sturms. Hier haben wir nur eine Apotheke. Wo haben wir denn die? Die Schwarzmär. Hier ist Schwarzmarkt. Schwarzmarkthändler. Wir haben jetzt hier so viele Leute, die auf uns warten, um von uns beschenkt zu werden. Ja. Ich kann sie direkt hochrücken. Wo ist überhaupt Takasugi? Keine Eile. Lass dir Zeit. Okay, das haben wir schon mal mitnehmen können. Ich danke dir für deinen Besuch. Er ist auf jeden Fall leer. So, er ist leer. Hier haben wir noch einen Schwarzmarkthändler. Ach, das ist der. Komm ich doch gar nicht raus, oder? Der ist ja doof jetzt. Okay, wir müssen außen rum. Keine Eile. Lass dir Zeit. Okay, also er ist auch. Danke dir. Wir machen jetzt erstmal alle Dinger schnell. Also hier haben wir einen gehabt. Den haben wir auch leer gekauft. So, dann hier. Hier haben wir den. Wir nehmen jetzt erstmal die ganzen. Ich habe, was du brauchst. Versprochen. Nee, hast du gar nicht. Du hör auf zu lügen. Sei vorsichtig. Mann, Mann, Mann. Immer diese Lügner. Hier haben wir auch nichts. Auch keinen. Hier haben wir noch jemanden. Zu dem hinzuhalten wir halt. Geh mal hier hin. Können wir hinreiten. Eigentlich ist es ja gut, wenn die hier unterwegs auch rumrennen, aber man weiß halt nie, wo die rumrennen. Das ist eine Goldmission. Hallo, ich habe ein wirklich gutes Sortiment. Neugierig, was drin? Warum ist das eine Goldmission? Wir machen das jetzt das letzte Mal. Vielen Dank, aber der Umtausch ist leider nicht möglich. Keine Eile. Lass dir Zeit. Okay. Ich danke Gut. dir für deinen Besuch. Er ist auch leer. Jetzt haben wir, glaube ich, bald alle leer gekauft. Hier ist
keiner mehr. Ist auch keiner. Ist auch keiner. 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 Hier hätten wir einen. Wir reiten von da oben jetzt dahin. Im besten Fall treffen wir unterwegs jemanden. Gott, hier ist Schlucht. Weil die unterwegs haben, glaube ich, immer nur Neuner im Angebot. Muss auf jeden Fall hier vorbei. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Da hinten wütet ein Mörder! Ja, nehme ich mit, bloß jetzt. Hier entlang! Gut, roten Lotus gab's auch. Ich glaube sogar richtig. Wer hätte das gedacht? Nein, oh Gott. Warum ist hier nicht einmal so ein komischer Händler? Wissen die, dass das die Handlungsroute hier ist? Aha. Erwischt. Schau dich. Ich habe ein paar hübsche Waren dabei. Pap, vielen Dank auch. Ich habe nicht genug Geld. Was darf es sein? Sehr gerne.
Kann ich noch was für dich tun? Ich brauche ein reichhaltiges Angebot, wenn ich die anderen bezirzen will. Wobei, die beiden Weiber, die brauche ich ja gar nicht bezirzen, die sind ja schon bezirzt. Wieder da reinkommen. Keine Eile. Lass dir Zeit. So. Danke dir. Ein bisschen was haben wir gefunden. Besuch. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wunderbaren Tag. Danke für die Kanalunterstützung und bis morgen. Tschüss.